Also, hallo erst nochmal zu der ersten Ringvorlesung im Wintersemester 21/22 mit dem Thema Wachstumszwang. Aber erstmal will ich kurz unsere Gruppe vorstellen. Uns gibt es noch gar nicht so lange. Wir sind erst seit 1,5 Jahren so richtig aktiv in Kiel. Uns gibt es auf jeden Fall auch global an ganz vielen Unis in der Welt, aber auch lokal an ganz vielen Unis in Deutschland. Es gibt 34 aktive Lokalgruppen im Netzwerk Plurale Ökonomik. Und ja, eine Gruppe davon sind wir in Kiel. Das sind wir. Wir sind jetzt ziemlich neu dabei und wir haben schon ziemlich viele Gruppen gegründet. Also einerseits gibt es einen Lesekreis, in dem wir aktiv sind. Der startet jetzt dieses Wintersemester nochmal neu. Einmal im Sommersemester haben wir Donut Economics gelesen. Dann haben wir das Buch hier Utopien für Realisten gelesen von Rutger Bregmann. Und wenn ihr darauf Lust habt, könnt ihr auch gerne damit machen, um so einen Einstieg in plurale Ökonomik zu finden. Die Folie habe ich nämlich eben übersprungen. Was ist plurale Ökonomik? Plurale Ökonomik ist, dass wir uns mehrere Theoriestränge angucken, nicht nur die Neoklassik, die meistens an der Uni gelernt wird, was wir als Mainstream bezeichnen würden, sondern auch darüber hinaus andere Theorien uns angucken, die wir für interessant erachten, die auch mit der Ökonomik zu tun haben, wie zum Beispiel die ökologische Ökonomik oder feministische Ökonomik, die ja auch ziemlich interessante Aspekte bieten kann, andere Annahmen trifft. Und wir denken, dass das manchmal zu kurz kommt an der Uni. Und deswegen haben wir auch diese Ringvorlesung, um andere Themen nochmal verstärkt in den Fokus zu rücken. Von der letzten Ringvorlesung findet ihr YouTube-Videos im Internet. Die ist auch sehr erfolgreich angekommen. Und ich glaube, ich hoffe, dass es dieses Jahr euch auch so viel Spaß machen wird, wie es uns auch auf jeden Fall letztes Jahr Spaß gemacht hat, diese Ringvorlesung zu organisieren. Wir sind jetzt auch im Konvent. Ich bin ein Studiensprecher im Konvent. Das ist das oberste Entscheidungsgremium an der WISO-Fakultät. Da gibt es zwei Plätze und ich habe einen Platz und Clara hat den zweiten Platz in dem Konvent. Und da sind auch unsere Vertreterinnen mit auf den Fotos. Und wir versuchen auch die Pluralität mit zu gestalten in der Hochschulpolitik. Und jetzt würde ich kurz noch Matthias Binswanger vorstellen. Matthias Binswanger lehrt in der Schweiz, an der Fachhochschule in Olten. Und für mich ist es ein Name, weil er ziemlich viel zum Wachstum geforscht hat und zum Thema Geld. Und ich diese beiden Themen ziemlich interessant fand und ihn deswegen auch eingeladen habe. Er gilt als einer der einflussreichsten Ökonomen in der Schweiz. Und seine ganze Familie ist an der Ökonomie interessiert. Er wird uns jetzt sein neuestes Buch auch vorstellen zum Thema Wachstumszwang, das er 2019 herausgebracht hat. Und da geht es auch darum, dass es immer einen Kollateralschaden gibt vom Wachstum, das meistens ja nicht bei uns in den Vorlesungen so mitbedacht wird, außer manchmal in den Externalitäten, sondern es geht darum, dass dieser Kollateralschaden nicht mehr aufzuhalten ist, weil wir immer weiter wachsen müssen. Und dieser Kollateralschaden an der Umwelt wäre ein Grund, mal darüber nachzudenken, ob wir wirklich weiter wachsen möchten. Und Matthias Binswanger gibt uns sozusagen das Rüstzeug, die Struktur, warum es diesen Wachstumszwang überhaupt gibt. Und ich möchte jetzt das Wort überleiten an Matthias Binswanger. Ich muss noch eine Anmerkung machen. Es gibt noch einen Termin nächste Woche, Dienstag. Da werdet ihr noch eine E-Mail erhalten, wo genaueres zu der Studienleistung gesagt wird. Der Termin ist nächsten Dienstag um 17 Uhr. Da kriegt ihr noch eine E-Mail zu. Und jetzt möchte ich das Wort weiterleiten an Matthias Binswanger. Viel Vergnügen an der Vorlesung.
Ja, da möchte ich alle ganz herzlich begrüßen hier von Rethinking Economics. Vielleicht führt das tatsächlich zu einem kleinen Rethinking, was ich heute präsentiere. Und ich möchte auch noch sagen am Anfang, ich finde das ganz wichtig, diese Bewegung einer pluralistischen Ökonomik, weil effektiv das, was man lernt heute, so typischerweise als Standardökonomie, das hilft nicht, eigentlich die Ökonomie oder die Wirtschaft zu verstehen, in der wir heute leben, weil von wesentlichen Dingen eben abstrahiert wird, wie zum Beispiel vom Geld. Und solange wir das nicht mit berücksichtigen, können wir auch die Dynamik nicht verstehen dieser Wirtschaft, in der wir heute leben. Ja, und damit gehe ich jetzt aber auch über zu meinem Vortrag und versuche hier mal zunächst den Bildschirm zu teilen. Und gehe dann zurück zum Anfang. So, mein Vortrag heißt der Wachstumszwang, warum die Volkswirtschaft immer weiter wachsen muss, selbst wenn wir genug haben. Das ist auch der Titel dieses Buches hier, das im Jahr 2019 erschienen ist. Und die Frage ist nun eben, warum eigentlich diese Wirtschaft, in der wir heute leben? Und ich nenne das dann eine kapitalistische Wirtschaft. Das ist nicht wertend gemeint, sondern das ist einfach die Wirtschaft, die entstanden ist seit der industriellen Revolution vor etwa 200 Jahren, dass diese Wirtschaft so gar nicht funktionieren kann, ohne dass es nicht auch gleichzeitig ein Wachstum gibt. Jetzt, Wachstum an sich ist nichts Außergewöhnliches. Wachstum findet auch statt in der Natur. Also auch natürliche Systeme wachsen, zum Beispiel der Mensch. Aber der Mensch wächst nicht unendlich. Er wächst nämlich nur bis zu einem Alter von etwa 18 bis 20 Jahren und kommt dann relativ lange in eine stationäre Phase. Und so gegen Ende des Lebens kann dann sogar eine leichte Schrumpfung einsetzen. Natürlich kann man versuchen, auch nach 20 noch weiter zu wachsen, aber das klappt dann meistens nur in horizontaler Richtung. Das gilt dann als unerwünschtes Wachstum. Oder ich kann auch versuchen, qualitativ weiter zu wachsen. Das heißt, ich versuche irgendwie die Intelligenz pro Kilogramm Körpergewicht weiter zu erhöhen. Aber auch diesem Wachstum sind dann im Normalfall gewisse Grenzen gesetzt. Das heißt, Wachstum ist ein natürlicher Prozess. Der findet eigentlich überall statt in der Natur. Aber das sind im Normalfall nur Phasen bei natürlichen Systemen. Und eigentlich normal ist dann, dass man in eine stationäre Phase kommt, wo man in einer Art Gleichgewicht ist mit seiner Umgebung und dann eigentlich, solange sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, in dieser stationären Phase bleibt. Und das war mit der Wirtschaft eigentlich genauso. Wenn wir da mal die letzten 1000 Jahre anschauen, dann sehen wir, bis ins 18. Jahrhundert hat eigentlich nie ein nennenswertes Wachstum stattgefunden, wenn wir das messen als Bruttoinlandprodukt pro Kopf, hier jetzt auf globaler Ebene dargestellt. Wir sehen hier, bis ins 18. Jahrhundert, da sieht man fast nichts. Es ist natürlich nicht so, dass wir da jetzt exakte Zahlen hätten und nachschauen können. Im Jahr 1547 war das Wachstum der Weltwirtschaft 0,7% oder so etwas. Sondern das hat man versucht, anhand von historischen Daten zu rekonstruieren. Und da deutet eben nichts darauf hin, dass in früheren Jahrhunderten ein nennenswertes Wachstum pro Kopf stattgefunden hat. Das ändert sich dann im 19. Jahrhundert, wie man hier sieht. Da plötzlich wird dieses Wachstum Teil der Wirtschaft und dann im 20. Jahrhundert schließlich sehen wir, dass dieses Wachstum dominiert, die gesamte Weltwirtschaft. Und das ist ja auch unser Empfinden heute. Wir empfinden eine Wirtschaft als normal, wenn sie wächst. Und wenn sie aufhört zu wachsen, dann ist diese Wirtschaft irgendwie krank. Da stimmt irgendwas nicht mit dieser Wirtschaft. Und wenn sie dann 2 Jahre nicht wächst, dann ist das eine Katastrophe. Da muss man unbedingt etwas tun, damit diese Wirtschaft wieder auf den Wachstumspfad zurückgelangt. Das heißt, wir haben uns dermaßen daran gewöhnt, an dieses Wachstum, dass wir das als absolut normal empfinden und ein Ausbleiben des Wachstums als eine Störung.
Jetzt, warum dieser Wechsel im 19. Jahrhundert? Nicht, wie haben denn Wirtschaften bis ins 19. Jahrhundert ausgesehen? Und bis ins 19. Jahrhundert war eigentlich der Agrarsektor dominierend in der Wirtschaft. Das heißt, die landwirtschaftliche Produktion hat die wirtschaftlichen Aktivitäten dominiert. Das heißt nicht, dass alle in der Landwirtschaft tätig waren. Es gab auch früher schon andere Berufe, aber es waren jeweils deutlich mehr als 50% im Normalfall in der Landwirtschaft tätig. Und in der Landwirtschaft, da ist neben Arbeit Boden der wichtigste Produktionsfaktor. Und der Boden, der ist naturgegeben. Das heißt, ich kann da nicht einfach unbegrenzt wachsen. Da gibt es eine natürliche Grenze. Also wenn man mal die Böden nutzt, die sich für landwirtschaftliche Produktion eignen, dann sind einer solchen Wirtschaft natürliche Grenzen gesetzt. Diese Grenze gibt es aber auch von der Nachfrageseite her. Weil solange man hauptsächlich Lebensmittel produziert, macht es gar keinen Sinn, immer noch mehr zu produzieren. Weil diese Lebensmittel, die würden nur verderben mit der Zeit, die man zu viel produziert. Also warum immer noch mehr produzieren? Es reicht eben, wenn man das produziert, was an Nahrungsmittel benötigt wird in einer bestimmten Gegend. Und aus diesem Grund sieht das auch gar nicht so schlimm nach Arbeit aus hier auf diesem Bild. Da arbeiten zwar einige, andere, aber die ruhen sich da aus, die essen sich. Also die Arbeitsdisziplin, die war da auch noch nicht so ausgeprägt. 100 Jahre später sieht es dann ganz anders aus. Da kam die Industrialisierung und mit der Industrialisierung wurde Boden als wichtigster Produktionsfaktor neben Arbeit abgelöst durch Kapital. Das heißt durch Anlagen, Maschinen, heute natürlich auch Computer und Roboter. Und Kapital ist im Unterschied zu Boden menschengemacht. Das heißt, ich kann jetzt diesen Faktor Kapital immer mehr erweitern durch Investitionen. Damit erhöhe ich die produktive Kapazität einer Wirtschaft. Man kann dann immer mehr Güter und Dienstleistungen produzieren. Und damit wurde dieses Wirtschaftswachstum möglich und in Gang gesetzt, sodass wir jetzt eben seit, in Europa hier zumindest, seit fast 200 Jahren eigentlich ein fast permanentes Wachstum haben, welches dann nach und nach eben auf die ganze Weltwirtschaft übergegriffen hat, indem eben auch der Rest der Welt industrialisiert wurde. Wir sehen das auch, wenn wir es etwas kurzfristiger anschauen, hier das Wachstum der Weltwirtschaft, gemessen wiederum am Bruttoinlandprodukt, dann sehen wir, die Weltwirtschaft, die wächst im Normalfall so mit Wachstumsraten zwischen 2 und 4%. Und seit dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses Wachstum nur zweimal kurz unterbrochen. Das erste Mal im Jahr 2009, bei der jüngsten Finanzkrise. Da hatten wir ein negatives Wachstum. Und jetzt natürlich in der Pandemie im Jahr 2020 wurde das Wachstum noch stärker unterbrochen. Aber wir sehen schon hier, 2021 rechnet man wieder mit normalen Wachstumsraten wie vor der Pandemie. Das heißt, wir können auch nicht beobachten, dass dieses Wachstum irgendwie rückläufig ist der Weltwirtschaft. Aber es gibt nicht so etwas wie eine säkulare Stagnation, dass jetzt das Wachstum immer mehr zurückgeht oder kleiner wird. Das kann man nur beobachten, wenn man die 50er und 60er Jahre hier in Westeuropa als Ausgangspunkt nimmt. Dann haben wir heute natürlich kleinere Wachstumsraten. Aber das liegt daran, dass wir eigentlich da außergewöhnlich hohe Wachstumsraten haben in den 50er und 60er Jahren, die sich natürlich so auf die Dauer nicht aufrecht erhalten lassen. Und diese hohen Wachstumsraten, die sind eben heute nicht mehr in Westeuropa, sondern die sind heute in Asien, vor allem China und einige andere asiatische Länder. Wenn ich jetzt hier von Wachstum spreche, was meine ich dann ganz konkret? Da spreche ich vom Wachstum des Bruttoinlandproduktes. Und mit dem Bruttoinlandprodukt, da messen wir ja den Wert der Güter und Dienstleistungen, die in einem bestimmten Wirtschaftsraum
in einem bestimmten Zeitraum, normalerweise ein Jahr, produziert werden, um sie dann gegen Geld auf dem Markt zu verkaufen. Das heißt, wir haben einfach die Güter und Dienstleistungen drin im Bruttoinlandprodukt, die eben nachher gegen Geld verkauft werden. Alle übrigen Güter, die nicht auf dem Markt verkauft werden, sind auch nicht Bestandteil des Bruttoinlandproduktes. Das ist aber aus dieser Perspektive auch richtig so, weil wir messen damit gleichzeitig das Einkommen in Geld ausgedrückt, das entsteht durch diese Produktion. Und das Bruttoinlandprodukt misst dann auch gleichzeitig die gesamten Einkommen, die entstehen in einer Volkswirtschaft. Und wie kann jetzt dieses Wachstum erfolgen? Das habe ich hier versucht, mal am Beispiel Wein zu illustrieren. Einerseits kann dieses Wachstum erfolgen rein quantitativ. Das heißt, ich versuche immer mehr vom Gleichen zu produzieren. Das wäre hier die linke Seite. Also ich produziere immer mehr Wein und versuche den natürlich dann auch zu verkaufen. Das wäre rein quantitatives Wachstum. Oder ich versuche, den Wein qualitativ zu verbessern, kann ihn dann im Idealfall auch zu einem höheren Preis verkaufen, als Preis für die höhere Qualität. Das wäre dann ein sogenanntes qualitatives Wachstum. Und in der Realität beobachten wir natürlich beides. Das Wachstum ist im Normalfall eine Mischung aus quantitativem und qualitativem Wachstum. Dieses qualitative Wachstum ist aber ganz schwierig zu erfassen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel die Smartphones oder sagen wir die iPhones des Jahres 2020 mit denjenigen des Jahres 2019 vergleichen und feststellen, die sind teurer geworden. Was ist dann der Grund dafür? Ja, vielleicht können die mehr. Die haben neue Features, die neuen Smartphones, die sind leistungsstärker, das heißt, die Qualität wurde verbessert. Dann müsste ich diesen Preisanstieg eigentlich als qualitatives Wachstum messen. Das wäre dann auch ein reales Wirtschaftswachstum. Könnte aber auch sein, zum Beispiel, Apple hat an Marktmacht gewonnen, ist jetzt in der Lage, einen höheren Preis durchzusetzen auf dem Markt, weil die Monopolstellung verbessert wurde. Dann wäre das natürlich kein qualitatives Wachstum, sondern das wäre Inflation. Da würden einfach die Preise zunehmen. Und jetzt ist die Frage, ja, wie viel ist jetzt Inflation, wie viel ist qualitatives Wachstum? In Wirklichkeit haben die statistischen Bundesämter die größten Probleme heute, solche Dinge abzugrenzen. Und die exakten Zahlen, die sie dann bekommen für Inflationsrate, bis eine Stelle hinter dem Komma, mit Inflationsrate ist 1,8%, das sind reine Schätzungen. In Wirklichkeit weiß man gar nicht, wie groß die Inflation genau ist und wie groß das reale Wachstum genau ist. Also da wird eigentlich eine Genauigkeit suggeriert mit diesen Zahlen, die in Wirklichkeit so gar nicht vorliegt. Ja, aber wenn ich jetzt in der Folge von Wachstum spreche, des Bruttoinlandproduktes, dann kann immer beides gemeint sein. Quantitatives Wachstum und auch qualitatives Wachstum. Jetzt wurde dieses Wachstum bis vor kurzem, also bis vor einigen Jahrzehnten, eigentlich gar nicht so groß thematisiert, weil es war irgendwie selbstverständlich, dass man wachsen will, weil man wollte, denn die Menschen wollten in einem höheren materiellen Wohlstand leben. Es gab offensichtliche Bedürfnisse, die vorhanden waren, die man decken wollte. Und tatsächlich hat ja dieses Wirtschaftswachstum auch einen allgemeinen Wohlstand ermöglicht, von dem frühere Generationen nur träumen konnten. Das heißt, wir leben nach vielen objektiven Kriterien heute wesentlich besser, als die Menschen vor 100 Jahren gelebt haben. Also wesentlich höhere Lebenserwartung, auch bei wesentlich besserer Gesundheit und so weiter. Das heißt, lange Zeit standen eigentlich die positiven Aspekte dieses Wirtschaftswachstums im Vordergrund. Und jetzt, heute, sieht das aber anders aus. Nicht seit Beginn der 1970er Jahre wurde eigentlich ständig diskutiert, ob nicht dieses Wachstum irgendwann an ökologische Grenzen gerät. Das heißt, man hat gemerkt, dass dieses Wachstum mit erheblichen Kollateralschäden in der Umwelt verbunden ist.
Und auf der anderen Seite stellt man auch fest, dass Menschen in hochentwickelten Ländern gar nicht mehr glücklicher oder zufriedener werden mit noch mehr materiellem Wohlstand. Und das heißt, aus diesem Grund könnten wir eigentlich dieses Wachstum heute in Frage stellen. Weil auch in der traditionellen ökonomischen Theorie, also auch in der Neoklassik, geht es nicht um ein maximales Wachstum oder ein maximales Einkommen, sondern es geht dort eigentlich immer um letztlich den Nutzen des Haushaltes und damit eigentlich um den einzelnen Haushalt oder das einzelne Individuum. Und wenn jetzt mehr materieller Wohlstand nichts mehr dazu beiträgt, dass sich dieses subjektive Wohlbefinden verbessert, dann wäre es eigentlich besser, man würde die Zeit für andere Dinge einsetzen, die mehr beitragen zu diesem subjektiven Wohlbefinden. Das heißt, das Wachstum wird dann im wahrsten Sinne des Wortes unökonomisch. Ich würde besser etwas anderes tun mit meiner Zeit, das mehr beiträgt zu meinem Glück oder zu meiner Zufriedenheit. Und diesen Zusammenhang möchte ich hier noch kurz aufzeigen. Wir beobachten zunehmend eine Art Sättigung. Und das hilft auch nicht, wenn ich immer mehr diversifiziere. Das heißt, da kommen ja immer andere Geschmacksrichtungen noch dazu bei diesem Eis hier. Das ist nicht immer nur das gleiche Eis. Aber trotzdem, irgendwann tritt auch trotz dieser Diversifikation einfach Sättigung ein. Und nochmals, eine weitere Eiskugel macht nicht mehr noch glücklicher oder zufriedener. Und das beobachten wir auch in den Zahlen. Hier das Beispiel USA, wo wir sehen, dass das Bruttoinlandprodukt pro Kopf, das ist die rote Linie, das ist seit Beginn der 1970er Jahre noch einmal stark angestiegen. Also man hatte weiterhin ein Wirtschaftswachstum, auch als Wirtschaftswachstum pro Kopf. Wenn wir aber schauen, ob die Menschen irgendwie glücklicher geworden sind, das sind die blauen Punkte, oder ob sie zufriedener geworden sind, das ist oben die graue Linie, dann sehen wir, diese Werte, die bleiben immer gleich. Das heißt, mehr materieller Wohlstand trägt nicht mehr dazu bei, dass die Menschen im Durchschnitt irgendwie glücklicher oder zufriedener werden. Sie werden auch nicht unzufriedener, es gibt einfach keinen Zusammenhang mehr zwischen diesen Größen. Und das kann man nicht nur in den USA so beobachten, sondern das zeigt sich eigentlich in allen hochentwickelten Ländern. Das habe ich dann auch in einem anderen Buch beschrieben, das heißt die Tretmühlen des Glücks, dass wir eben in sogenannten Tretmühlen drin sind. Eine Tretmühle kennen wahrscheinlich einige von Ihnen vom täglichen Besuch im Fitnessstudio. Das ist ja so ein Gerät, wo man sich ohne lästigen Naturkontakt selbst quälen kann. Und warum wurde jetzt diese Tretmühle als Metapher gewählt für den Zusammenhang zwischen Glück und Einkommen? Ja, auf einer solchen Tretmühle, da kann man immer schneller rennen, man bleibt aber stets an Ort und Stelle. Und ganz ähnlich ist das eben mit dem Hinterherrennen nach mehr Glück oder mehr Zufriedenheit durch mehr Einkommen. Wir stellen uns vor, wenn wir nochmals 20.000, 50.000 Euro im Jahr mehr hätten, nicht, dann wären wir aber wirklich zufrieden. Wenn wir es nachher aber haben, müssen wir meistens feststellen, dass wir glücksmäßig an Ort und Stelle treten. Eben genauso wie auf dieser Tretmühle. Das ist das, was wir typisch beobachten in hochentwickelten Ländern. Es gilt natürlich nicht jetzt für weniger entwickelte Länder, für Entwicklungsländer. Dort gibt es nach wie vor einen Zusammenhang zwischen materiellem Wohlstand und dem Glücksempfinden oder der Zufriedenheit der Menschen. Jetzt kommt aber eine ganz andere Seite, hier ausgedrückt durch ein Zitat von Angela Merkel, der jetzt dann abtretenden Bundeskanzlerin, die gesagt hat, ohne Wachstum keine Investitionen, ohne Wachstum keine Arbeitsplätze, ohne Wachstum keine Gelder für Bildung, ohne Wachstum keine Hilfe für die Schwachen und umgekehrt mit Wachstum, da gibt es das alles. Und ich glaube ja, diese blauen Augen, die können nicht lügen. Auch wenn man da wahrscheinlich dann optisch noch etwas nachgeholfen hat bei diesem Bild. Ja, da zeigt sich jetzt bereits der
Wachstumszwang. Wir sehen hier, offenbar wird das schwierig ohne Wachstum. Weil, wenn das Wachstum aufhört, dann heißt das eben, ja, dann gehen ein paar Unternehmen mehr Konkurs. Dadurch geht die Nachfrage zurück nach Investitionsgütern, nach Vorleistungen. Dadurch bekommen andere Unternehmen Probleme. Es kommt zu Entlassungen. Der Konsum geht zurück. Dadurch bekommen wiederum andere Unternehmen Probleme. Man kommt da dann sehr schnell in eine Art Abwärtsspirale. Ich komme gleich darauf zurück. Solange wir jetzt allerdings in der im Moment nach wie vor dominierenden ökonomischen Theorie bewegen, das heißt in der neoklassischen ökonomischen Theorie und damit auch in der neoklassischen Wachstumstheorie, können wir allerdings diesen Wachstumszwang gar nicht erkennen. Also da gibt es keinen Wachstumszwang, solange ich in diesem Paradigma bleibe. Warum? Dort wird das Wachstum rein von der Angebotsseite her betrachtet. Das heißt, da wird eigentlich nur geschaut, wie ist es möglich, dass man mit den Produktionsfaktoren, die hier kurz dargestellt sind, Arbeit, Kapital, Grund und Boden auch noch am Rand und das Wissen, dahinter steckt der ganze technische Fortschritt, wie man eigentlich mit diesen Produktionsfaktoren immer mehr produzieren kann, also immer produktiver wird und wie man dann auf diese Weise dieses Wirtschaftswachstum erklären kann. Worum man sich überhaupt eigentlich nicht kümmert, ist das Geld und damit, was eigentlich das Ziel ist der Unternehmen, nämlich Gewinne zu erwirtschaften in Geld. Und man kümmert sich auch nicht um die Nachfrage hier. Und ich werde gleich erklären, warum. Das muss man nämlich gar nicht, solange man in diesem Paradigma bleibt. Was ist die Folge, wenn man in einer rein realen Wirtschaft sich bewegt und das vom Geld abstrahiert? Ja, in einer rein realen Wirtschaft kann ich nur mehr Geld investieren, indem ich zuerst mal mehr spare. Jeder Wachstumsprozess muss zuerst mal mit mehr Sparen beginnen. Und mehr Sparen heißt aber immer gleichzeitig Konsumverzicht, weil ich kann ja das Einkommen nur entweder für Konsum ausgeben oder ich gebe es einfach aus als Haushalt, dann heißt es Konsum, oder ich gebe es eben nicht aus und dann heißt es Sparen. Genauso bei Unternehmen, die können auch das Geld eben ausgeben für Investitionsgüter oder sie können es sparen. Also dort haben wir dasselbe. Und jetzt, wenn man eben mehr investieren will, dann heißt das immer, zuerst muss eigentlich mal ein Konsumverzicht vorliegen. Und das bedeutet, jedes Wachstum beginnt mal mit weniger Konsum. Das ist schon mal etwas, was wir nie beobachten können, weil so käme ein Wachstum gar nicht zustande. Nicht auf makroökonomischer Ebene ist es gar nicht möglich, so zu wachsen, weil mehr Investitionen wird immer gleichzeitig weniger Konsum bedeuten. Das heißt, das Wachstum beginnt in dieser neoklassischen Wachstumstheorie immer eigentlich mit der Überlegung der einzelnen Haushalte, wollen sie jetzt mehr Konsum haben oder in Zukunft? Und das einzige Motiv, warum man eigentlich spart, ist, dass man damit Investitionen finanzieren kann, die dann in Zukunft zu noch mehr Konsum führen. Das heißt, es ist nur eine Überlegung, will ich jetzt mehr Konsum haben oder ich spare jetzt einen Teil, das wird dann für Investitionen verwendet und dann gibt es dafür mehr Konsum in Zukunft, weil man ja dann mehr produzieren kann aufgrund dieses Wirtschaftswachstums. Solange ich das so betrachte, den Wirtschaftsprozess, gibt es auch gar kein unerwünschtes Wachstum oder jedes Wachstum ist erwünscht. Weil sonst würden die Menschen ja nicht oder die Haushalte nicht sparen entsprechend. Und sie könnten auch jederzeit aufhören mit diesem Wachstum. Wenn die Menschen eben irgendwann einmal genug haben, ja, dann geben sie lieber das Geld jetzt schon aus und sparen nicht mehr für die Zukunft, dann hört das Wachstum auch auf. Das heißt, in dieser Theorie gibt es keinen Wachstumszwang.
Das Wachstum gibt es einfach deshalb, weil die Menschen immer noch mehr Konsum wollen in Zukunft. Und wenn sie das irgendwann mal nicht mehr wollen, dann hört das Wachstum von selbst auf. Deshalb auch diese Aussage hier des Vaters der ganzen neoklassischen Wachstumstheorie, Robert Solow, der 2008 geschrieben hat, es gibt keinen Grund, weshalb der Kapitalismus nicht auch mit langsamem oder ganz ohne Wachstum überleben kann. Ich denke, es ist absolut möglich, dass das Wirtschaftswachstum nicht ewig im gleichen Stil weitergeht. Es gibt keinen intrinsischen Grund, weshalb eine Wirtschaft nicht glücklich in einem stationären Zustand verharren sollte. Das heißt, die klassische oder die neoklassische Wachstumstheorie ist entgegen dessen, was viele vermuten, gar nicht auf Wachstum ausgerichtet, sondern das ist eigentlich eine Theorie, in der man auch ohne Wachstum existieren könnten. Und wenn es halt Wachstum gibt, dann ist das einfach, weil die Menschen immer noch mehr Konsum wollen in Zukunft. Allerdings wird hier nicht die Wirtschaft beschrieben, in der wir heute leben. Das ist eine Fiktion, mit der wir uns hier auseinandersetzen. Wir leben heute nicht mehr in einer realen Tauschwirtschaft, wo eben die Bedürfnisse der Menschen das Wachstum bestimmen. Und natürlich leben wir schon lange in Geldwirtschaften, wo es eben nicht mehr so ist, dass man zuerst sparen muss, damit man auch investieren kann. Die ganze kapitalistische Wirtschaft wurde eigentlich erst ermöglicht überhaupt dadurch, dass gleichzeitig auch die Möglichkeit besteht, dass eben Banken über Kredite zusätzlich Investitionen finanzieren können, ohne dass entsprechend mehr gespart wird. Nicht auf diese Weise kann man sofort mehr Geld ausgeben, weil eben eine Kreditvergabe gleichzeitig zu Geldschöpfung führt. Das heißt, die Geldmenge erhöht sich dann um diesen Betrag. Das hat es überhaupt erst ermöglicht, dass dieses Wachstum in großem Stil stattfinden konnte in dieser kapitalistischen Wirtschaft. Also Geld, Banken sind intrinsischer Bestandteil dieser kapitalistischen Wirtschaft. Wenn wir das aber akzeptieren, dass das so ist, dann können wir eben den Wachstumsprozess nicht mehr so betrachten, wie es in der neoklassischen Wachstumstheorie getan wird. Und wie sieht nun eine heutige Wirtschaft aus, also eine heutige kapitalistische Wirtschaft? Und wenn ich sage heutig, dann ist das schon sehr, sehr lange. Das gilt, wie gesagt, seit dem 19. Jahrhundert. Das sind Geldwirtschaften, wo das Ziel der Unternehmen darin besteht, einen möglichst hohen Gewinn in Geldeinheiten zu erzielen. Und dieses Gewinn erzielen, das ist nicht etwas, was nur attraktiv ist, das ist es auch, oder was man will, um erfolgreich zu sein, sondern das ist notwendig. Nicht ein Unternehmen, das keine Gewinne erwirtschaftet, verschwindet früher oder später vom Markt. Das heißt, man geht Konkurs oder wird aufgekauft. Also wenn man überleben will als Unternehmen, muss man längerfristig auch Gewinne erzielen können. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wie ist denn das überhaupt möglich, dass auf makroökonomischer Ebene überhaupt Gewinne erzielt werden können? Natürlich gibt es in jeder Wirtschaft immer auch Unternehmen, die Verluste machen. Das ist normal. Ein Teil der Unternehmen verschwindet wieder vom Markt. Dafür kommen neue. Aber es muss, damit eine Wirtschaft erfolgreich ist, immer mehr Unternehmen geben, die Gewinne machen, als solche, die Verluste erwirtschaften. Und das heißt, makroökonomisch müssen dann auch Gewinne da sein. Und die sind natürlich da, wenn Sie in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nachschauen, dann finden Sie da immer positive Zahlen für Unternehmensgewinne. Und wie ist jetzt das möglich, dass eben Unternehmen eigentlich permanent Gewinne machen können und damit immer mehr Geld einnehmen, als sie Geld ausgeben? Ja, das ist nur möglich, wenn irgendetwas zufließt der Wirtschaft. Und was fließt dazu? Ja, eben Geld in Form von Bankkrediten, neues Geld, das in die Wirtschaft fließt auf diese Weise. Und das sehen wir dann auch anhand der Statistik, wenn Sie schauen, die Geldmengenaggregate M1, M2, die messen dieses Geld, das hauptsächlich existiert in Form von Bankkonten, mit denen ja heute hauptsächlich bezahlt wird. Dann sehen Sie, diese Geldmenge, die steigt von Jahr zu Jahr an. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, das reale Bruttoinlandprodukt wächst von Jahr zu Jahr.
wenn die Wirtschaft erfolgreich ist. Und das charakterisiert genau eine erfolgreiche Wirtschaft. Auf der einen Seite eine stets steigende Geldmenge und auf der anderen Seite auch ein reales Wirtschaftswachstum. Weil es genügt ja nicht, dass einfach mehr Geld in die Wirtschaft fließt. Das würde zwar mehr Einkommen schaffen, aber wenn nicht auch entsprechend mehr produziert wird, führt das nur zur Inflation. Also es müssen natürlich auch mehr Güter und Dienstleistungen dann produziert werden, damit das überhaupt funktioniert. Also wir haben Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften müssen. Dieses Gewinnmotiv, das wurde übrigens schon sehr stark betont von Marx im 19. Jahrhundert, später von Max Weber, von Nikolaus Sombart. Ich beschreibe das alles schon in großem Detail, wie stark dieser Druck ist, Gewinne erzielen zu müssen in einer kapitalistischen Wirtschaft. Und dann etwas Zweites, was auch schon Marx beschrieben hat, das ist dieses Zwangsgesetz der Konkurrenz. In diesem System gibt es keinen Stillstand. Das wäre durchaus noch möglich, dass man jetzt ohne Wachstum existieren könnte in einer solchen Wirtschaft, wenn es keinen Wettbewerb gäbe. Dann könnte man sich irgendwie arrangieren auf einem bestimmten Niveau und da bleiben und dann gibt es ein bisschen Gewinne. Und das könnte man von Jahr zu Jahr so wiederholen. Aber so funktioniert diese Wirtschaft nicht. Das ist eine Wirtschaft mit einem Markt, mit einem Wettbewerb auf dem Markt. Und da müssen alle permanent immer versuchen, besser zu werden als alle anderen. Da gibt es keinen Stillstand. Und wer das nicht versucht und eben bleibt, wo er ist, der wird dann sehr schnell von den anderen vom Markt verdrängt. Das ist aber etwas, was wir im Normalfall als eine erwünschte Eigenschaft dieser kapitalistischen Wirtschaft betrachten. Weil wir sagen ja, dadurch sind die Unternehmen gezwungen, immer bessere Produkte auf den Markt zu bringen, die Bedürfnisse der Menschen immer besser zu befriedigen. Und genau deshalb haben wir ja auch so einen großen Fortschritt in dieser Wirtschaft und diesen ganzen Wohlstand, den wir erwirtschaftet haben. Also das gilt ja als eine erwünschte Eigenschaft dieses Wirtschaftssystems. Und damit das dann auch funktioniert, damit man immer besser werden kann, braucht es als Drittes dann auch noch den technischen Fortschritt. Wir haben eben diesen Prozess der schöpferischen Zerstörung, den der Ökonom Josef Schumpeter vor allem beschrieben hat. Die meisten Produkte scheiden ja heute nicht aus dem Wirtschaftsprozess, weil sie tatsächlich physisch abgenutzt sind oder kaputt gegangen sind, sondern einfach, weil es bessere Produkte gibt auf dem Markt. Also die meisten Computer, die ausscheiden aus dem Wirtschaftsprozess, die würden noch funktionieren. Aber wir haben einfach bessere Computer, die dann die alten ersetzen. Und das ist eben dieser Prozess dieser schöpferischen Zerstörung, dass die alten Produkte durch neue verdrängt werden. Ich habe das hier nochmal kurz zusammengefasst, diesen ganzen Prozess, dass eben über Bankkredite Geld geschaffen wird. Das ist auf der linken Seite dargestellt. Dann werden mehr Investitionen möglich. Es gibt mehr Einkommen in der Wirtschaft. Die Ausgaben steigen und so weiter. Also steigende Finanzströme. Das allein würde aber nur zur Inflation führen. Also brauchen wir auch das Blaue hier auf der rechten Seite. Zumindest ein Teil des neu geschaffenen Geldes muss produktiv verwendet werden für Investitionen in weiteres Kapital, ein Ausbau der produktiven Kapazität. Dadurch kann dann mehr produziert werden und auch das reale Bruttoinlandprodukt steigt dann an. Also das ist dieser Wachstumsprozess. Und jetzt ist es aber nicht nur so, dass eben dieses Wachstum ermöglicht wurde in dieser kapitalistischen Wirtschaft, sondern die funktioniert auch nur, wenn es ein gewisses Wachstum gibt. Weil dieses Wachstum, das garantiert, dass immer eine Mehrheit der Unternehmen tatsächlich Gewinne erzielen kann. Das heißt, solange es Wachstum gibt, wird investiert in der Wirtschaft. Über die Investitionen fließt weiteres Geld in die Wirtschaft und damit können die Einkommen ständig ansteigen, was eben permanent diese Gewinne ermöglicht. Und wir haben deshalb letztlich eigentlich zwei Möglichkeiten in dieser Wirtschaft. Aufgrund der Dynamik dieses Prozesses ist eben nicht möglich, dass man einfach auf einem bestimmten Niveau bleibt, also dieses Stationäre hier,
Das funktioniert eben nicht, sondern entweder die Wirtschaft wächst oder sie kommt in einen Schrumpfungsprozess. Diesen Schrumpfungsprozess habe ich vorhin schon kurz angedeutet. Das heißt, wenn eben ein paar Unternehmen keine Gewinne mehr machen, scheiden die aus dem Wirtschaftsprozess. Dadurch geht die Nachfrage zurück nach Investitionsgütern, nach Vorleistungen. Andere Unternehmen bekommen Probleme, es kommt zu Entlassungen. Die Arbeitslosigkeit steigt, der Konsum geht zurück. Dadurch bekommen weitere Unternehmen Probleme. Das ist diese Abwärtsspirale, die dann hier in Gang gesetzt wird. Und die führt direkt in die ökonomische Krise. Das wollen wir natürlich nicht. Und das ist jetzt letztlich dieser Wachstumszwang. Nicht, dass da jemand mit der Peitsche steht und uns permanent antreibt, dass wir jetzt alle noch mehr produzieren müssen. Es ist auch nicht die unersättliche Gier der Kapitalisten, immer noch höhere Gewinne erzielen zu wollen, und auch nicht das enorme Bestreben der Menschen, immer noch mehr materielle Bedürfnisse zu befriedigen, sondern wir wollen einfach weiterhin in einer funktionierenden Wirtschaft leben, in der es auch mehr oder weniger Vollbeschäftigung gibt. Und das wird wiederum nur garantiert, wenn auch gleichzeitig ein Wirtschaftswachstum stattfindet. In der Realität ist es schwierig, überhaupt ein Beispiel zu finden für eine Wirtschaft, die mehrere Jahre hintereinander nicht gewachsen ist. Also wir finden kaum eine solche Abwärtsspirale über längere Zeit, weil alle Wirtschaften global eigentlich längerfristig wachsen. Wir haben aber ein Beispiel hier, das ist das Beispiel Griechenland. Und in Griechenland ist tatsächlich die Wirtschaft von 2008 bis 2013 sechs Jahre hintereinander nicht gewachsen. Das hatten wir sechs Jahre hintereinander ein negatives Wirtschaftswachstum. Das heißt, die Wirtschaft ist nach diesen sechs Jahren um etwa 25% geschrumpft. Was waren die Folgen davon? Die Arbeitslosigkeit ist in diesem Zeitraum auf fast 30% angestiegen. Und wenn wir die Unternehmen anschauen, die im Jahr 2013 noch existiert haben und mit 2008 vergleichen, dann sehen wir, etwa ein Drittel sämtlicher Unternehmen ist verschwunden in Griechenland. Also ein Drittel aller Unternehmen ist Konkurs gegangen innerhalb von diesen sechs Jahren. Es waren nur noch zwei Drittel übrig. Und da sehen wir mit aller Deutlichkeit diese Abwärtsspirale, wenn wir in diese hineinkommen. Und der Staat, der dann im Normalfall eben einspringen sollte in einer modernen Wirtschaft, um das zu vermeiden, der durfte in Griechenland da eben nicht einspringen, weil der hatte sich vorher schon so stark verschuldet, dass er eben auch jetzt sparen musste. Also es wurde ein Sparprogramm aufoktroyiert, Griechenland, und deshalb hat sich das dann auch so drastisch hier ausgewirkt. Ja, das Ganze ist jetzt natürlich eine Art Dilemma, wenn man so will. Das heutige Wirtschaftssystem zwingt uns zu einem gewissen Wachsen, selbst wenn die Menschen in Wirklichkeit gar kein Bedürfnis nach noch mehr Konsum haben. Aber dieses Wachstum ermöglicht eben einer Mehrheit der Unternehmen auf Dauer Gewinne zu machen. Und das kann man hier auch noch erwähnen, auch der Staat kann sich permanent mehr verschulden, solange es ein Wachstum gibt, weil wenn es Wachstum gibt, heißt das ja, dass in Zukunft auch die Steuereinnahmen des Staates steigen. Das heißt, es ist dann auch möglich, dass er permanent immer mehr Geld ausgibt, weil er weiß, dann in Zukunft hat er auch entsprechend mehr Einnahmen. Und ohne dieses Wachstum gerät das System eben in eine Art Abwärtsspirale. Aber dieses Wachstum belastet die Umwelt und es macht die Menschen gar nicht mehr glücklich oder zufriedener in hochentwickelten Ländern. Und die Frage ist jetzt, ja, wie lange kann denn das überhaupt noch weitergehen? Weil irgendwie ist uns ja ein bisschen unwohl bei diesem ganzen Prozess. Wir empfinden das zwar als gesund und normal, wenn ein Kind weiter wächst, aber wenn ein Erwachsener noch weiter wächst, ja, dann ist das irgendwie kein gesundes Wachstum mehr. Und die Frage ist letztlich, wie lange kann denn dieses Wachstum oder dieser Prozess so noch weitergehen? Und ich habe das versucht, mal anhand einer Analogie zu illustrieren. Im Jahr 1899
Da war das sogenannte Park Row Building in New York das höchste Gebäude der Welt mit 119 Metern. Und wahrscheinlich hat man sich damals gesagt, ja, damit haben wir jetzt ein Maximum erreicht. Nicht viel höher, das geht nicht mehr. Wenn wir heute schauen, ist das höchste Gebäude der Welt 828 Meter hoch. Und wenn ich da das Park Row Building dann daneben stelle, dann schrumpft das fast zu einer Hütte. Und jetzt kann man mal diese durchschnittliche Wachstumsrate der Höhe von Gebäuden berechnen pro Jahr. Wenn ich das jetzt umrechne in eine jährliche Wachstumsrate, dann komme ich auf 1,8%. Das heißt, Gebäude sind im Durchschnitt in ihrer Höhe pro Jahr um 1,8% gewachsen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das Wachstum der Weltwirtschaft. Und jetzt könnte ich dieses Wachstum mal extrapolieren in die Zukunft. Dann wäre das höchste Gebäude der Welt 2030 1,3 Kilometer hoch, 2050 dann 1,9 Kilometer und im Jahr 2100 bereits 4,5 Kilometer. Da wird man sich natürlich heute sagen, vollkommen unmöglich, Gebäude werden nie 4 Kilometer hoch sein. Aber wahrscheinlich hat man 1899 auch gesagt, Gebäude werden niemals 800 Meter hoch sein. Das ist völlig unmöglich. Das heißt, wir sehen hier zwar, das kommt irgendwie an eine Art Grenze, aber wo ist diese Grenze genau? Nicht, das wissen wir nicht so genau. Und das ist ja eigentlich diese Diskussion auch in der Wirtschaft seit Beginn der 1970er Jahre, als dieser Club of Rome Bericht erschienen ist, da mit seinen Voraussagen damals. Wir erreichen irgendwann mal eine Grenze, genauso wie es hier dargestellt ist, ist sie aber nicht eingetreten bis heute, weil man hat viel mehr Ressourcen noch entdeckt in der Zwischenzeit. Und inzwischen ist auch nicht mehr so die Ressourcenknappheit das Hauptproblem, sondern mehr die Emissionen, insbesondere die CO2-Emissionen. Aber wir haben jetzt seit 50 Jahren diese Diskussion über die Grenzen des Wachstums. Und die heutige Illusion, die man dann hat, nicht alle würden das eine Illusion nennen, einige sehen das als realistische Möglichkeit, ist die, wir entkoppeln jetzt einfach dieses Wirtschaftswachstum immer mehr von Naturverbrauch und insbesondere von CO2-Emissionen. Und tatsächlich, wenn wir hier in hochentwickelten Ländern schauen, wieder wie Schweden, das Vereinigte Königreich, Frankreich, USA, Deutschland, Dänemark, überall findet diese Entkopplung statt. Das heißt, die CO2-Emissionen gehen absolut zurück, obwohl das Bruttoinlandprodukt weiterhin ansteigt in diesen Ländern. Global sieht es dann allerdings ein bisschen anders aus. Da steigen die CO2-Emissionen weiterhin an und erreichen nach wie vor Rekordwerte. Nur ist das Wachstum ein bisschen weniger stark als das Wachstum des Weltbruttoinlandproduktes. Das heißt, da sind wir noch weit entfernt global von einer solchen absoluten Entkopplung, dass tatsächlich die CO2-Emissionen auch absolut zurückgehen. Aber man sagt sich jetzt natürlich heute, ja, dann müssen wir halt alles zum Beispiel auf Elektromobilität umstellen. Dann können wir die CO2-Emissionen auf null reduzieren im Verkehr. Aber solche technischen Hoffnungen haben sich in der Vergangenheit als trügerisch erwiesen, weil es gibt eben auch noch den sogenannten Rebound-Effekt. Hier illustriert mal anhand des Beispiels Mobilität. Ich habe hier links den VW Käfer, Baujahr 1955, rechts den VW Beetle, Baujahr 2005. Und wenn ich da schaue, sehe ich, Verbrauch ist praktisch dasselbe. 7,5 Liter pro 100 Kilometer, 7,1 Liter auf 100 Kilometer. Also praktisch dasselbe, obwohl die Effizienz des Motors drastisch verbessert wurde in diesem Zeitraum. Ja, warum ist dann der durchschnittliche Verbrauch trotzdem nicht zurückgegangen? Das sieht man anhand der übrigen Zahlen, die wir hier sehen. VW Käfer 739 Kilogramm, VW Beetle 1200, 30 PS links, 75 PS rechts, 110 Kilometer Höchstgeschwindigkeit, 160 Kilometer Höchstgeschwindigkeit. Das heißt, man hat diese Effizienz einfach dazu verwendet, das Auto leistungsstärker, besser, luxuriöser zu machen. Und das ist natürlich typisch für eine Wachstumswirtschaft. Nicht letztlich müssen Unternehmen da Gewinne machen, in diesem Fall die Automobil,
und Industrie. Und das heißt, die verwenden natürlich diese Innovationen in einer Art und Weise, dass es dazu beiträgt, dass weiterhin Gewinne entstehen. Und wenn man da einfach beim VW Käfer geblieben wäre oder bei ganz leichten Autos, da hätte man natürlich nie dieses Wachstumspotenzial gehabt, das man durch diese Diversifikation in luxuriöse Modelle hatte. Genau dasselbe bei Raumwärmebedarf. Nicht auch da sehen wir, wenn wir hier anschauen, die grüne Linie, Raumwärmebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche, dann geht das nach unten. Das heißt, auch hier wurde die Effizienz stark erhöht. Hat aber nicht dazu geführt, das ist oben die rote Linie, dass der Raumwärmebedarf pro Kopf zurückgegangen ist. Ja, warum nicht? Ja, weil gleichzeitig eben die Wohnfläche pro Kopf so stark angestiegen ist. Nicht auch das wieder ein Rebound-Effekt. Das ist natürlich, hängt jetzt zusammen mit der ganzen Wirtschaft, die beschäftigt ist mit Bauen, mit Wohnen und so weiter. Man hat natürlich immer größere Wohnungen gebaut, konnte die dann verkaufen. Das ist alles wirtschaftlich erfolgreich. Das heißt, solange wir eben in dieser Wachstumswirtschaft bleiben, nicht, werden Innovationen nicht einfach so umgesetzt, dass es am Schluss dann auch zu Ersparnissen führt. Sondern wir haben eben gleichzeitig dann auch wieder Wachstumsprozesse. Und das heißt, das, was wir als Suffizienz bezeichnen, häufig auch, das hat sich nie durchgesetzt in dieser Wirtschaft. Effizienz, das passt hervorragend in unser Wirtschaftssystem. Immer effizienter werden, schafft neue Wachstumsmöglichkeiten, das ist großartig. Aber Suffizienz, so wie es ursprünglich definiert wurde von Wolfgang Sachs bereits im Jahr 1993, nicht einer naturverträglichen Gesellschaft kann man in der Tat nur auf zwei Beinen näher kommen, durch eine intelligente Rationalisierung der Mittel, das wäre die Effizienz, wie durch eine kluge Beschränkung der Ziele, das wäre die Suffizienz. Diese Suffizienz, die hat sich nie durchgesetzt, weil dieses Wirtschaftssystem, in dem wir eben leben, das hat Mühe, mit Grenzen umzugehen. Nicht dafür ist es nicht gemacht. Es ist gemacht dafür, Wachstum zu erzeugen, allgemeinen Wohlstand zu erzeugen. Da war es auch sehr erfolgreich. Aber das neue Problem, das wir heute haben, eben, dass wir eigentlich jetzt uns mäßigen müssen, das Problem ist nicht leicht zu lösen in diesem Wirtschaftssystem. Natürlich können wir immer noch weitergehen Richtung Effizienz. Wir haben da die Grenze noch nicht erreicht. Natürlich können wir weiter entkoppeln. Da gibt es Möglichkeiten für noch mehr Effizienz. Aber alle solchen grünen Technologievisionen stoßen auch irgendwann an Grenzen. Und man hat dann eben immer wieder andere Probleme. Natürlich kann man den ganzen Verkehr jetzt umstellen auf Elektromobilität. Dann ist aber die Frage, woher kommt dann der Strom? Der muss dann aus erneuerbaren Energien kommen. Da muss man natürlich stark Solarenergie, Windenergie und so weiter ausbauen. Das braucht sehr, sehr viel Material. Dieser Materialgewinn ist aber auch wieder mit entsprechenden Umweltbelastungen verbunden und so weiter. Also man kommt da nicht so leicht einfach auf netto Null. Und deshalb braucht es eigentlich letztlich zwei Strategien. So, da oben ist noch ein G zu viel drin. Erstens, wir müssen diese Entkopplung natürlich weiter treiben, also Entkopplung des Wirtschaftswachstums von Ressourcenverbrauch und Umweltschädigungen, Treibhausgasemissionen, das wäre die Effizienz, ist auch richtig, aber es braucht gleichzeitig auch eine Mäßigung des Wirtschaftswachstums. Das wäre eine Entwicklung in Richtung Suffizienz. Das heißt noch nicht, dass das Wachstum aufhört. Nicht deshalb nur in Richtung Suffizienz, aber wir müssen auch nicht immer mit maximalen Wachstumsraten wachsen. Die Wirtschaft funktioniert auch noch sehr gut, wenn man mit geringeren Raten wächst. Damit eine solche Mäßigung aber möglich ist, braucht es gewisse Änderungen in dieser Wirtschaft. Und das über die Änderungen wird eigentlich selten diskutiert. Ich glaube, solange wir eine Wirtschaft haben, die durch Aktiengesellschaften dominiert wird, wird es gar keine Änderung geben. Weil natürlich bei einer Aktiengesellschaft die Maximierung des Shareholder Values im Zentrum steht und weil dieses Unternehmen an der Börse gehandelt wird, ist es ganz schwierig für das Management, andere Ziele zu verfolgen, weil wenn das gemacht wird, dann sinken die Gewinnerwartungen für die Zukunft. Das heißt, der Börsenwert dieses Unternehmens sinkt.
dann wird das sehr schnell zu einem Übernahmekandidaten, weil da gibt es überall Investoren, die warten auf Unternehmen, die irgendwie unterbewertet erscheinen, kaufen die dann auf, tauschen das Management aus, sorgen dafür, dass wieder dem Shareholder-Value-Gedanken nachgelebt wird, dann wird es mit Gewinn wieder verkauft, das Unternehmen. Und solange man diesen Druck so hat, kann man nicht erwarten, dass da wirklich jetzt eine andere Form des Wirtschaftens verfolgt wird. Und deshalb müssen wir wahrscheinlich mehr denken, auch in Richtung Genossenschaften oder Stiftungen. Das funktioniert auch ganz gut bei kleinen Unternehmen. Die Frage ist allerdings, was machen wir mit Großunternehmen? Vielleicht können wir uns Airbus als Genossenschaft vorstellen oder Novartis oder Google. Ja, dann wird es dann schwierig. Also da haben wir bis heute eigentlich noch nicht wirklich gute Ideen. Dann braucht es natürlich eine Umsteuerung im Preissystem selbst. Das heißt eine wirksame CO2-Steuer und zwar eine solche, die umsteuert. Das heißt, die sollte man vollständig zurückerstatten. Also das verteuern, was CO2-intensiv ist. Dafür, wenn man es zurückerstattet, macht man dann eben andere Dinge billiger, die eben nicht CO2-intensiv sind. Und stattdessen werden aber die meisten Steuern dafür verwendet, irgendwelche Projekte zu finanzieren. War in der Schweiz auch so, deshalb oder mit aus diesem Grund wurde das auch abgelehnt, diese CO2-Steuer in diesem Jahr. So, dann braucht es natürlich auch die Möglichkeit, den internationalen Handel aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien zu ermöglichen. Und auch das ist bis heute nicht selbstverständlich, nicht, das ist bis heute nicht wirklich WTO-kompatibel, solche Einschränkungen zu machen. Und auch da muss man eben in diese Richtung dann denken. So, man muss aber auch aufpassen, das möchte ich auch noch schnell zeigen, nicht, wie hier schon gewarnt wurde, 1979, industriegesellschaftliche produzierte Missstände und Problemlagen bilden zunehmend die Basis eines Wachstums spezialisierter Bürokratien und Industrien. Das heißt, die professionellen Problembehandlungsapparate sind fester Bestandteil des industriellen Wachstumssystems. Nicht, man muss aufpassen, dass da nicht die, sozusagen die ganze Nachhaltigkeitsindustrie selbst zu einem Wachstumstreiber wird. Nicht? Und eigentlich auch nur wieder funktioniert, gleich wie der Rest der Wirtschaft. Im Moment sind wir noch relativ weit weg von diesem Umdenken, nicht, wie es hier illustriert ist. Wenn man zwei solche Aussichten hat, wie Plan A oder Plan B, dann ist es so, wie es unten steht, ich glaube, wir sollten Plan A wählen, sagt der eine zum anderen. Also nach wie vor achtet man natürlich hauptsächlich auf Profite. Und da ist ein bisschen so, ist die letzte Folie. Wie es Ephraim Kies schon einmal in einer Kurzgeschichte beschrieben hat, da hat er geschrieben, optimal. In Amerika wurde eine landwirtschaftliche Maschine erfunden, die allerdings noch verbessert werden muss, weil sie zu viel Raum einnimmt. Sie pflanzt Kartoffeln, bewässert sie, erntet sie ab, kocht sie und isst sie auf. Das heißt, die Wirtschaft wird dazu so einem Art Selbstläufer. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen unser Eindruck heute. Es sind eigentlich nicht mehr wir, die diese Wirtschaft vorantreiben mit unseren Bedürfnissen, sondern es ist umgekehrt eigentlich die Wirtschaft, die mit ihren Bedürfnissen uns vorantreibt, sodass wir eigentlich weitermachen müssen, obwohl wir gar nicht mehr so genau wissen, wozu und warum eigentlich. Aber wir kommen halt in eine Krise, wenn wir nicht weitermachen. Also wir machen eben weiter, auch wenn wir zunehmend den Sinn davon nicht mehr richtig einsehen. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrages. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe das Buch auch gelesen und nicht alles war jetzt komplett neu für mich, aber ich fand es trotzdem nochmal sehr gut, diese Grafiken zu sehen und nochmal die ganze Story an einem Abend zu hören. Und ich finde es sehr interessant gewesen. Ich hätte eine Frage, bevor ich dann ans Publikum weitergebe, was mich in meinem Master oft stört oder auch im Bachelor, dass die Geldtheorie im Makro oft diese endogene Geldschöpfung nicht so richtig betrachtet und mit reinnimmt. Also wir haben ja einen Professor, der das macht, aber oft in den Grundlagenmodellen wird es nicht so oft gemacht. Und ich frage mich, wissen Sie da, ob das an allen Unis so ist oder wissen Sie, was man da tun könnte, dass man diese Lage verbessert oder haben Sie da irgendwelche Gedanken zu?
Ja, das liegt immer noch im Argen, würde ich sagen. Ja, den meisten Universitäten werden falsche Dinge gelehrt, was den Prozess der Geldschöpfung betrifft und welche Rolle das Geld spielt in einer modernen Wirtschaft. Allerdings gibt es dafür einen Grund, weil diese ganze Gleichgewichtstheorie, die eigentlich zugrunde liegt, der neoklassischen Theorie, die kann man nicht mehr aufrechterhalten, wenn man eigentlich das Geld berücksichtigt, weil Geld ist dann nicht mehr neutral. Nicht? Das Geld hat dann eine eigene Rolle und dann fällt dieses Gleichgewichtsmodell zusammen, weil dieses Gleichgewichtsmodell funktioniert nur, wenn man Ausgaben und Einnahmen gleichzeitig optimieren kann. Also ich denke immer gleichzeitig auch daran, was ich mache mit meinen Einnahmen, wofür ich das wieder ausgebe. Und dann kann ich so ein allgemeines Gleichgewichtsmodell konstruieren. Wenn aber das Geld dazwischen tritt, dann ist das nicht mehr gleichzeitig. Ich kann dann natürlich jetzt irgendwie Geld einnehmen, muss gar nicht wissen, wofür ich das genau verwende, kann mir das erst später überlegen. Und damit wird dieser Theorie sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen. Nicht? Und deshalb ist man so zögerlich, hier diese endogene Geldschöpfung eben tatsächlich zu berücksichtigen, weil auch die ganzen makroökonomischen Modelle, die man nach wie vor lehrt, diese intertemporalen Gleichgewichtsmodelle und überoverlapping Generationsmodelle und so weiter, die sind letztlich alles rein reale Modelle, nicht? Die nach wie vor auf dieser Idee aufbauen, entweder Konsumverzicht, also mehr sparen jetzt oder mehr Konsum jetzt im Vergleich zu mehr Konsum oder sparen später. Ja, vielen Dank. Wir haben zwei Fragen bis jetzt. Und ich würde gern Raphael Groß bitten, die Frage live zu stellen, wenn er dazu bereit ist. Wir haben dich jetzt also das Mikrofon jetzt angemacht. Du kannst einfach deine Frage jetzt stellen. Jo, Professor Binswanger, danke für Ihren Vortrag zuerst einmal. Meine Frage wäre, Sie hatten am Anfang ja insbesondere über Glück und Wirtschaftswachstum gesprochen, über das Verhältnis zwischen den beiden. Gleichzeitig ist natürlich aber Glück, wie es abgefragt wird, ein auf einer endlichen Domain. Falls Sie verstehen, was ich meine. Also Glück wird abgefragt auf einer Skala von 1 bis 10. Das heißt, ab 10 geht es nicht mehr weiter. Und BIP kann halt unendlich weit wachsen, theoretisch. Das ist ja auf einer, ne, ist ja auf R plus. Was denken Sie dazu, wie man das dann vergleichen kann? Weil ich meine, ist ja klar, also selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass Menschen nicht fixpunktbasiert glücklich wären, wie bei Kahneman und Tversky. Ja, sorry, ich. Ja, genau, ja. Das ist natürlich eine alte Kritik, nicht, an dieser ganzen Glücksökonomie. Und tatsächlich vergleiche ich da natürlich eine Größe, die nach oben offen ist, also das Bruttoinlandprodukt, mit etwas, was eigentlich dann nach oben sozusagen einen Maximalwert erreichen kann, also das Glück irgendwie bei einer Skala von 1 bis 10. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist aber nicht so, dass das bei 10 stagniert, sondern es stagniert schon deutlich weiter unten, irgendwo bei 7, 8. Also es ist nicht so, dass jetzt da alle irgendwie glückselig sind und das tatsächlich nicht mehr weiter steigen könnte, sondern da gäbe es schon noch Raum nach oben. Aber wir müssen sowieso sehen, nicht das, was wir da als Glücksökonomie sehen, das sind Daten aus Befragungen. Das sind natürlich keine ganz präzisen Daten. Das heißt, auch aus diesen kleinen Unterschieden, die es gibt zwischen hochentwickelten Ländern, da würde ich nicht viel herauslesen wollen. Also ich würde das sagen, das ist nur so eine rudimentäre empirische Evidenz, die wir da haben, die wir nicht nur aus diesen Daten haben und auch sonst. Das ist ja auch unser Eindruck, den wir meistens haben, wenn wir in die Welt schauen. Die Menschen werden nicht wirklich glücklicher mit noch mehr materiellem Besitz. Dazu gibt es dann auch objektivere Daten wie Selbstmordraten, psychische Erkrankungen und so weiter, sodass das eben auch durch weitere Betrachtungen eigentlich abgestützt wird, sozusagen dieser Befund.
Aber Sie haben völlig recht, nicht? Da gibt es eine gewisse Kritik an diesem Vergleich. Und ich würde mich jetzt auch nicht ausschließlich auf solche Zahlen stützen. Okay, vielen Dank. Also das mit den zusätzlichen Daten, das finde ich, ist ein sehr gutes Argument. Ja, wir haben irgendwie zweimal dieselbe Frage, deswegen werde ich sie zusammenfassen. Einmal ist die Frage danach, wie Genossenschaften, was die Rolle von Genossenschaften in diesem Konstrukt ist, was Sie jetzt gerade vorgestellt haben. Und was ist die Rolle von Kooperativen, was ja eine ähnliche Form ist wie Genossenschaften? Ja, Genossenschaften, da sind natürlich gewisse Hürden eingebaut im Vergleich zu einer Aktiengesellschaft. Um jetzt da einfach nur auf Gewinnmaximierung oder Wachstum zu machen. Weil in einer Genossenschaft kann ich natürlich andere Zwecke festlegen, neben dem Erwirtschaften von Gewinnen. Eine Genossenschaft kann irgendwelche Zwecke festschreiben zugunsten ihrer Genossenschafter. Und das können dann auch Ziele sein, die eben nichts mit Gewinnerzielung zu tun haben. Und die sind dann aber verbindlich. Sobald sie mal da drin stehen, muss diesen Zielen auch nachgelebt werden. Ich zum Beispiel in der Schweiz darf die Migros bis heute keinen Alkohol verkaufen, weil das halt drin steht. Da kann sie nichts machen, obwohl sie noch so gerne auch Alkohol verkaufen würde. Weil das ist ein lukratives Geschäft, aber es geht halt nicht, weil das so verbindlich geregelt ist. Und ich kann dann auch meinen Genossenschaftsanteil nicht einfach wie eine Aktie verkaufen, wenn mir das nicht mehr passt. Nicht, wenn mir irgendwie ein Unternehmen an der Börse nicht mehr passt, verkaufe ich diese Aktie und investiere in ein anderes Unternehmen. Bei einer Genossenschaft muss ich hingegen zuerst jemand anderes finden, der diesen Genossenschaftsanteil für mich übernimmt. Das heißt, da kann ich nicht einfach so leicht aussteigen wie eine Aktiengesellschaft. Und damit ist natürlich diese ganze Dynamik viel weniger stark ausgeprägt als in einer Aktiengesellschaft. Jetzt muss das aber, wie gesagt, natürlich nicht zwingend eine Genossenschaft sein. Genossenschaften haben auch ihre Probleme. Vor allem, wenn es größere Unternehmen sind, gibt es da Governance-Probleme. Es gab in der Vergangenheit einige Genossenschaften, die da Probleme verursacht haben, wo dann irgendwie Geld veruntreut wurde, Geld verschwunden ist, zweckentfremdet wurde. Das ist, funktioniert nicht immer so schön, wie das in der Theorie dann sein sollte. Aber wir müssen wahrscheinlich weiter überlegen, ob es da nicht neue oder veränderte Genossenschaften auch braucht. Und da kann man dann natürlich überlegen, ja, Kooperativen, vielleicht zum Teil auch Stiftungen. Oder muss man die Aktiengesellschaft selber in einer gewissen Weise reformieren? Ich denke, da muss man erst noch denken in diese Richtung und sich neue Formen überlegen. Okay, dann leite ich mal über zu der nächsten Frage, die Dario auch gleich direkt stellen kann. Genau. Ja, ich bin Lehrer für Ökonomie an einer Schule und frage mich schon seit langem, welche Grundannahmen auch in schulischer ökonomischer Bildung eventuell hinterfragt werden sollte und welche vielleicht alternativen Ideen zur Wachstumslogik da vermittelt werden sollten, Ihrer Meinung nach. Das fände ich sehr interessant, mal zu erfahren. Ja, ich denke, dass da gerade auch der Bezug zu Glück und Wohlbefinden natürlich etwas Wichtiges ist, wo eben aufgezeigt wird, dass das sich nicht mehr verbessert in hochentwickelten Ländern, dass wir diese ganzen Umweltprobleme haben, die auch mit dem Wachstum zusammenhängen und dass es uns damit gelingt, irgendwie ein Bild des Wachstums zu vermitteln, das ambivalent ist. In der Realität sind eigentlich alle Dinge ambivalent. Ich sage auch nicht, Wachstum ist schlecht oder Wachstum ist gut, sondern Wachstum hat positive Aspekte, Wachstum hat negative Aspekte. Und über lange Zeit haben die positiven Aspekte dominiert des Wachstums. Der allgemeine Wohlstand, den darf man nicht kleinreden, das ist eine Leistung, dass wir den heute haben. Aber heute beginnen zunehmend die negativen Aspekte zu dominieren. Das ist nicht mehr unser Hauptproblem, wie wir noch mehr materiellen Wohlstand erwirtschaften. Unser Hauptproblem ist, wie wir mit diesen Umweltproblemen umgehen, die heute existieren.
Und ich denke, das ist das Wichtige eigentlich, dass man das in seiner Ambivalenz darstellt und nicht so einseitig, wie das heute dargestellt wird. Es wird dann zwar auch immer von Umweltproblemen gesprochen, aber das wird völlig losgelöst diskutiert von dieser Wachstumsthematik. Nicht auf der einen Seite spricht man über Wirtschaft und dann ist das toll, wenn es da Wachstum gibt und Innovationen und so weiter. Und irgendwo an einer anderen Stelle gibt es dann eine Diskussion über Umweltprobleme. Die haben aber überhaupt nichts miteinander zu tun. Das muss man irgendwie zusammenbringen und in einem gesamten Kontext sehen. Danke. Ja, wieder eine anonyme Frage. Wieder auch zu dieser rechtlichen Konstruktion von Unternehmen. Kombination aus Stiftungswesen und gemeinnütziger GmbH, was halten Sie davon? Ja, es geht eigentlich in dieselbe Richtung. Ich kann da etwas festlegen oder festschreiben, was eben andere Ziele sind. Also gemeinnützige Ziele zum Beispiel oder ein Stiftungszweck. Wenn ich den mal festgeschrieben habe, den kann man kaum mehr umstoßen. Nicht selbst, wenn die das gerne würden, zum Teil später, die nachher diese Stiftung betreuen. Nur haben Stiftungen wieder andere Probleme. Viele Stiftungen sind heute, ja, ich würde sagen, verkommen zu reinen Institutionen, wo einfach Anträge bearbeitet werden. Da kommen dann alle Wissenschaftler, die natürlich überall nach Quellen suchen, wie ihre wissenschaftliche Arbeit finanziert wird, kommen dann auf diese Stiftungen zu. Die haben dann also einen professionellen Apparat, wo sie überlegen, welche dieser Projekte jetzt finanziert werden. Und ich glaube, so funktioniert es nicht. Also das ist nicht das, was ich mit Stiftungen meine. Sondern ich glaube, Stiftungen müssen selbst aktiv werden. Das heißt, nicht Stiftungen, die einfach Anträge bearbeiten und irgendwelche Projekte finanzieren, sondern Stiftungen, die eben selbst aktiv sind in Form eigentlich wie Unternehmen, aber dort einen ganz bestimmten Zweck dann eben verfolgen. Und Stiftungen können sich dann leisten, auch mal Verluste zu machen. Nicht? Also eine Stiftung ist nicht unter diesem Gewinnzwang. Die kann tatsächlich auch sagen, das nehmen wir in Kauf, dass wir hier auch Geld irgendwie jetzt einfach ausgeben, ohne dass das mit einer entsprechenden wirtschaftlichen Erfolg verknüpft ist. Natürlich beruht jede Stiftung auf einem früheren ökonomischen Erfolg, sonst wäre das Geld gar nicht da. Aber man kann sich da natürlich dann so partiell ausklinken aus dieser Logik. Vielen Dank. Sarah hat noch eine Frage und dann haben wir noch eine Frage im Chat und dann würde ich auch langsam zum Ende kommen. Ja, vielen Dank für Ihren sehr interessanten Vortrag. Ich habe mich gefragt, wo Sie so beschrieben haben, dass es einen Wachstumszwang gibt in unserem derzeitigen Wirtschaftssystem. Ist es denn sehr schwierig, unser Wirtschaftssystem so zu ändern, dass es nicht mehr diesen Wachstumszwang gibt? Ja, das ist sehr schwierig. Weil wir uns natürlich über 200 Jahre jetzt an dieses Wirtschaftssystem gewohnt haben. Das hat sich so eingespielt. Man kann alles ändern. Das ist ein menschengemachtes System und kann deshalb auch wieder geändert werden. Nur ist das natürlich mit Konsequenzen verbunden, die wir heute nicht bereit sind, in Kauf zu nehmen. Das heißt, es hat mit gewissen Wohlstandseinbußen dann zu tun. Es sind nicht mehr alle so beschäftigt wie jetzt. Und sobald natürlich das dann tatsächlich konkret wird, dann will man es dann nicht mehr so. Das sieht man schon jetzt an den gestiegenen Energiepreisen. Das ist eigentlich gut, wenn die Energiepreise höher wären. Aber jetzt sieht man plötzlich, das hat ja soziale Konsequenzen. Da können sich vielleicht einige Haushalte, die haben dann finanzielle Mühe, wenn das so eintritt. Die Wirtschaft könnte da vielleicht nicht mehr so gut funktionieren. Dann schwenkt die Meinung sofort um. Ja, dann wollen wir jetzt doch lieber wieder geringere Energiepreise, weil dann musst du erst mal schauen, dass die Wirtschaft wieder funktioniert. Also ich glaube, man kann schon vieles ändern, aber da muss zuerst ein Druck da sein. Und wir leben natürlich nach wie vor hervorragend hier. Da gibt es keinen Druck, unmittelbar das zu ändern, weil wir leben alle, oder die Mehrheit von uns zumindest, im Wohlstand hier. Danke. Und Lou hatte noch eine Frage. Ja, hallo, auch von mir nochmal vielen Dank für den Vortrag.
Ich würde ganz gerne wissen, Sie haben ja gesagt, das ist so ein bisschen schwierig, dass Sie die Neoklassik oder die neoklassische Theorie mit dem Wachstumszwang so ein bisschen schwierig empfinden und dass das System ist, was halt nicht so die Wirklichkeit erklärt. Haben Sie denn, also ich kann mir vorstellen, dass Sie da bestimmt auch ja, belächelt werden oder auch kritisiert werden von der herrschenden Meinung und ob und wie man da irgendwie gegen angehen kann, wie man sich am besten so positioniert und vielleicht auch als Student oder als Wissenschaftler, wie man dagegen so angehen kann oder genau. Ja, ich würde sagen, ich werde noch nicht mal belächelt oder kritisiert, ich werde einfach ignoriert, weil das kommt einfach gar nicht vor in der Welt, in der die meisten Ökonomen leben. Das ist eine Welt von Artikeln in Fachzeitschriften, nicht? Und da tritt dieses Problem gar nicht auf und folglich kommt das in ihrer Welt auch nicht vor. Das sind dann halt so ein paar irgendwie Außenseiter wie ich und die lässt man da gewähren irgendwo am Rand, weil das ist ja nicht wirklich relevant, was die machen. Aber ich denke, man muss es einfach machen und man muss das sehr, sehr oft wiederholen. Und es ist schon ein bisschen zum Teil jetzt Bewegung gekommen, also vor allem was das Geld betrifft, nicht? Also diese ganze Geldschöpfung, die eben stattfindet. Das ist schon etwas, was sich nach und nach jetzt durchgesetzt hat und auch die entsprechenden Zentralbanken, übrigens auch die Deutsche Bundesbank hat entsprechende Broschüren, wo das völlig richtig dargestellt wird, dass eben diese Geldschöpfung tatsächlich stattfindet. Das heißt, so langsam ändert es sich dann doch. Nur wird das irgendwie gar nicht zur Kenntnis genommen innerhalb der Ökonomie selbst. Da wird dann so am Rand gesagt, ja, das gibt es dann natürlich auch, aber langfristig kann man das alles wieder ignorieren. Man flüchtet sich dann immer in diese Unterscheidung kurzfristig, langfristig. Langfristig gilt die reine Theorie, geldneutral und so weiter. Und kurzfristig ist aber alles anders. Und da findet das dann alles irgendwie auch statt. Und das ist natürlich eine etwas billige Lösung da. Einfach sich dann in so eine kurzfristige und langfristige Welt zu machen, die nicht zusammenpassen. Aber ich denke, das ist ja nur, solange man, oder das dogmatisch ist nur, solange man sich in dieser ganz engen Welt der Volkswirtschaftslehre bewegt. Die ist aber in Wirklichkeit gar nicht sehr relevant für die Realität. Also sobald man aus der herausgeht, ist man natürlich viel offener. Und allgemein würde ich sagen, ist durchaus eine Offenheit vorhanden, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und man kann auch diese Ökonomie zum Teil einfach links liegen lassen. Würde ich sagen. Man muss sich halt mit dem beschäftigen, was man selber als relevant empfindet. Das fand ich auch eine sehr interessante Frage. Als nächstes ist Marcel dran, der hat eine Frage zur Suffizienz gestellt. Ja, ich würde gerne noch mal zur Suffizienz fragen. Sie haben ja ausgeführt als mögliche Lösung, wir müssen zunächst das Wirtschaftswachstum von den CO2-Emissionen entkoppeln. Nach meinem Eindruck wäre das ein Weg, den auch große Teile der Gesellschaft bereit sind zu gehen. Der zweite Punkt war ja aber die Suffizienz, also das Auskommen, so habe ich es verstanden, mit weniger Ressourcen pro Kopf. Haben Sie eine Vorstellung davon, welche Teile der Gesellschaft damit anfangen oder wie die Gesellschaft damit anfängt? Sind wir in unseren Staaten darauf angewiesen, dass jetzt zum Beispiel Leute, die sich bereits im großen Wohlstand befinden, also die Unterschicht sicher nicht, anfängt einfach sich einzuschränken? Sind wir auf deren sozusagen freiwilligen Willen angewiesen oder braucht es da staatliche Eingriffe, die dann die Wohnfläche pro Kopf beschränken oder so? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr unpopuläre Maßnahmen sind. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie man anfängt in dieser Richtung? Ja, ich glaube, so wird es nicht funktionieren. Man kann nicht mit solchen Grenzen, jeder darf nur noch so und so viele Kilometer fahren oder irgend so etwas. Das ist natürlich höchst unpopulär und keine Partei würde es jemals wagen, so etwas wirklich vorzuschlagen, solange die Gefahr besteht, dass es dann real wird. Nicht? Solange man kleine Partei ist und sowieso nicht umgesetzt wird, kann man das schon machen, solche Vorschläge. Aber ich glaube, es ist ein bisschen, man muss das anders darstellen zum Teil. Ich zum Beispiel könnte die Geldpolitik ein Vorbild sein. Warum?
In der Geldpolitik ist es ja so, dass da ein Risiko existiert, dass das Inflationsrisiko, das wird so ernst genommen, schon bisher, dass tatsächlich die Zentralbank das Wachstum bremsen darf, wenn diese Inflationsgefahr zu groß wird. Die muss, also nicht nur darf, sie muss sogar dann die Zinsen erhöhen und bremst damit auch das Wirtschaftswachstum. Das heißt, da gibt es ein Risiko, das nehmen wir so ernst, dass wir bereit sind, auf ein gewisses Wachstum von Zeit zu Zeit zu verzichten, damit die Inflation nicht allzu hoch wird. Und dieses Denken muss man wahrscheinlich übertragen, auch auf andere Risiken, insbesondere eben auf Umweltrisiken. Da müsste es eigentlich so etwas geben, wie eine Art Zentralbank, die sagt, das ist Risiko ist zu groß oder so, dieses kann man nicht eingehen, da muss man irgendwie intervenieren. Dieses Projekt darf man so nicht machen, weil das schafft ein zu großes Risiko. Also ich denke, es müsste in diese Richtung gehen, dass man das auch unter dem Risikoaspekt betrachtet. Gut, dann haben wir noch zwei letzte Fragen. Die sind beide anonym gestellt. Eine Frage war, da Sie ja auch den Rebound-Effekt genannt hatten und relatives und absolute Entkopplung vom BIP, ob Sie dazu stehen, dass es nachhaltiges Wachstum, ob das möglich ist oder ob das nicht möglich ist, wie Sie dazu stehen. Ich würde sagen, nachhaltigeres Wachstum gibt es. Ob es ein wirklich nachhaltiges Wachstum gibt, langfristig wahrscheinlich nicht. Aber es gibt natürlich nachhaltigeres und weniger nachhaltiges Wachstum. Und ein nachhaltigeres Wachstum ist schon besser als ein weniger nachhaltiges. Obwohl wir uns eben, und das war ja eigentlich auch der mit einer Stoßrichtung dieses Vortrags, dass man eben nicht nur Entkopplung machen darf, sondern sich auch mäßigen muss mit dem Wachstum selbst, weil man eben sonst nicht wirklich zu einer Nachhaltigkeit gelangt. Das zweite Problem ist natürlich, dass wir in Wirklichkeit gar nicht wissen, was Nachhaltigkeit genau ist. Nicht jeder versteht unter Nachhaltigkeit irgendetwas anderes. Und so ist alles nachhaltig oder nichts nachhaltig, je nachdem, wie streng man dann am Schluss ist bei diesen Kriterien. Gut, und die letzte Frage ist, ob Sie Buchempfehlungen für uns haben. Jenseits Ihrer eigenen Bücher. Ja, genau, meine eigenen Bücher natürlich. Ja, ich würde sagen, es gibt eine ganze Reihe von Büchern, die natürlich vieles von dem mit aufgreifen, das ich jetzt hier erwähnt habe. Aber wenn ich wirklich eine Buchempfehlung geben darf, dann würde ich sagen, Marx, Max Weber, Nikolaus Sombart, die ich am Anfang genannt habe, die Klassiker, die erzählen uns mehr über die Dynamik der heutigen Wirtschaft als das, was wir lernen in der neoklassischen Theorie heute. Also da gibt es wirklich sehr interessante Aspekte, wo man wirklich sieht, wie schon diese Dynamik dieser Wirtschaft vor 100 Jahren eigentlich präsent war und wie man sich schon damals mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat und das dann aber wieder vergessen hat, weil eben eine andere Theorie eigentlich damit begonnen hat zu dominieren. Alles klar, dann schließen wir jetzt die Fragerunde und ich würde noch mal kurz einen Ausblick geben, was die nächste Woche kommt. Ich möchte mich noch mal sehr herzlich bedanken bei Ihnen. Sie haben die erste Ringvorlesung eingeleitet und es ist immer schön, abseits vom Mainstream andere Themen zu hören und ein bisschen inspiriert werden davon. Das ist immer schön.